Please hold for a very important message. So, du siehst ja aus, als wenn du im Urlaub wärst. Weil ich so braun bin? Ja. Ich war ja im Urlaub, ich war ja in Ägypten. Ach, was, wo da? Masa Alam. Und wie Ich fandst bin. du? Oh, ich fand's geil. Also, was richtig geil war, wir waren schnorcheln. Und dann, während wir schnorcheln waren, ist einfach so eine Delfinfamilie an uns vorbeigeschwommen. War richtig geil, richtig traumhaft. Ey, dann hast du deine Delfintherapie bekommen. Ey, ich bin jetzt ein geänderter Mensch. Du bist jetzt wieder, du bist Beziehungsmax 3.0. Ich bin jetzt mit Beziehungsmax 3.0. Jetzt auf einem neuen Level. Die Delfine haben, ich glaube, das war das, was ich gebraucht habe. Geil, lass mal, ich nehme mal Adela mit dazu, dann können wir ihr das direkt sagen. Mach mal gerne, können wir gerne machen. Vielleicht gibt es mir ja noch eine Chance. Ja, geil. Nee, Spaß beiseite. Ich finde es super, dass du dich bereit erklärt hast, hier das Interview zu machen und dass du einfach auch weiter so mit mir schreibst, obwohl du ja in vielen Videos nicht so gut weggekommen bist. Wieso machst du das? Ey, guck mal, bei mir ist halt so, ich nehme alles mal mit Humor. Also, ich bin nie irgendwie ein nachtragender Mensch oder so. Ich verstehe mich auch eigentlich mit allen Leuten echt gut, so, weil ich mit allen Leuten zurechtkomme, auch wenn ich sag mal, man muss solche Videos einfach lustig nehmen. So, ihr macht eure Reactions, ihr macht auch quasi nur euren Job, so, und ihr seht ja das, was gezeigt wird. Da würde ich manchmal teilweise nicht anders drüber reden, wie ihr jetzt halt darüber redet, deswegen. So, Hauptsache, man kann sich ins Gesicht gucken, man kann miteinander normal sprechen, wenn man sich sieht. So, das ist das Wichtigste für mich, deswegen. Voll schön, da können sich einige deiner Kollegen was abschneiden. Hier der, wie heißt der? Mascarpone, Mangiapone, dieser, kennst du den? Ah, ja, dieser Matthias, ne? Ja, kennst du den? Ich hab den mal auf dem World Club und so also kennengelernt, aber da war der mir halt auch schon unsympathisch. So. Der kommt dann ein bisschen komisch eingebildet irgendwie so ein bisschen rüber. Der hasst mich ja abgrundtief. Irgendwie habe ich gestern, ich war gestern beim Sport, da hat meine Hundesitterin mir erstmal gesagt, wusstest du, dass Mr. Marshmallow gegen dich schießt? Und dann, ich wusste nicht, wen sie meint, habe ich mir das Video angeguckt, ist auf 180 gegangen. Aber irgendwo, guck mal, ihr geht ja ins Trash-TV, ne? So ins Reality-TV. Und stell mal vor, keiner würde über euch reden. Erste Komponente. Zweite, du sagst ja selber, man sieht das, was geschnitten wurde. So, man muss, glaube ich, irgendwie ein bisschen Selbstironie mitbringen und trotzdem halt mit den Leuten drüber reden. Ich habe dich ja nicht beleidigt als was weiß ich was. Ja, ach nee, deswegen, man muss damit rechnen. Also ich wusste, wenn ich ins TV gehe, dass ich anecken werde, dass ich halt Aufmerksamkeit bekomme, sowohl positiv als auch negativ. Da musst du halt einfach drüber stehen. So, auch was du für Kommentare da mal teilweise dann liest oder geschrieben bekommst, muss man halt einfach ignorieren, weil sonst darfst du nicht ins TV gehen. So, da Ja, musst du halt mit rechnen. voll. Ey, eine Frage. Machst du dir hier eigentlich immer so einen Strich oder lässt du das hier so auswachsen? Bart meinst du? Ja, zeig Ich lasse mal. es so auswachsen. Auswachsen einfach Du mal. hast ja nicht so einen Strich, ne? Nee, nee, nee. Ich habe so einen Pain. Ich weiß mal nicht, ob ich das eine oder das andere machen soll. Okay, aber das war Probier es jetzt. aus. Ja. Okay, also ich werde das hier so ganz locker flockig mit dir machen. Ich habe mir auch nichts aufgeschrieben oder so, sondern einfach die Fragen, die sich während des Guckens so ergeben haben, würde ich gerne mit dir besprechen. Los. Erstmal, als du eingezogen bist, ne? Dieser Max, der kein. Nee, da kann ich jetzt nicht hingehen. Mach auf, Soll sehr ich kurz wichtig. aufmachen? Mach ruhig, kein Ding. Okay, geil, wir machen weiter. Der Max, der jetzt eingezogen ist. Und der gesagt hat, er ist kein Torwart geworden, weil er lieber Bälle hält und Frauenbrüste hält und so weiter. Das schien mir so ein bisschen drüber. So, bist du das wirklich oder was war deine Mission? Wie soll ich dir das sagen? Also, es ist nicht der Max, der ich eigentlich so wirklich bin. Ich wäre niemals auf so einen Spruch gekommen, sage ich mal so. Also, es war jetzt. Einer, es waren noch zwei andere Sprüche, die, sage ich mal, mit zur Auswahl standen. Das war halt so das Ding, dass ich, ja, ohne jetzt irgendwie zu viel zu sagen, über manche Sachen darf man ja auch nicht reden, darf ich halt nicht drüber reden. Aber es gab noch zwei andere Sprüche. Einer war auch noch, ich verwerte auf dem Fußballfeld jede Flanke und neben dem Spielfeld flanke ich auch alles weg. Und der andere war noch, ich bin nicht nur auf dem Platz ein Vollstrecker, sondern auch neben dem Platz ein Vollstrecker. Und die hast du ja So. alle spontan ausgedacht in dem Moment. Nein. Also, das war nicht nur von mir, so, sagen wir es mal so. I see. So, wenn Aha. du verstehst, was ich meine. Ach so. Warum machst du das? Weil ich bin so ein Mensch, so von mir aus gerne, steckt mich in die Rolle rein, ich kann damit umgehen, ich kann mit so, wenn du das von mir möchtest, wenn ich das machen soll, dann mache ich das halt so. Ich habe meine, jeder hat so seine eigene TV-Rolle, sage ich mal, und ich bin halt in diese, das ist sozusagen meine Rolle.
nehme ich gerne an. So, und, aber mir war es aber auch trotzdem wichtig, dann im Paradies auch wirklich mal zu zeigen, dass ich nicht nur diese Rolle halt bin, dass ich nicht nur im Paradies jetzt halt reingehe und wieder, sage ich mal, alles wegflanke, was da so rumläuft, sondern dass ich auch mal wirklich so zeige, wer ich eigentlich halt wirklich bin und nicht nur immer der Player Max. Okay, und wer bist du wirklich? Eine Mischung, also wirklich. Du hast ja auch gesagt, dass du dir nicht vorstellen kannst, dass ich eine lange Beziehung hatte, ne? Das steht in meinem Kopf. 7 Jahre, ne? Sechseinhalb, sechseinhalb. Wie waren die? Ey, die war ohne Spaß, die war wunderschön. Das war die Liebe meines Lebens, also wirklich. Sie war wirklich die Liebe meines Lebens und meine erste richtige große Liebe. So, wir waren sechseinhalb Jahre zusammen, war wunderschön. Wir haben uns wirklich, ich kann mich an keinen einzigen Streit mit ihr erinnern. Das war alles so harmonisch, war alles so schön. Und dann haben wir uns halt irgendwie, ja, auseinandergelebt. Ist nichts vorgefallen. Ich bin ja immer noch mit ihr in Kontakt. Ich bin ja immer noch mit ihr befreundet, so. Also wir sind halt mittlerweile befreundet. Sie hat auch einen neuen Freund seit einem Jahr. Bin ich halt auch cool mit. Mittlerweile, am Anfang war es schwer für mich, sage ich dir ehrlich. Am Anfang war es schon schwer, sie so zu sehen, dass sie halt ein Neues hat. Aber mittlerweile schwamm drüber. Und dann, nach der Zeit, nachdem ich halt aus der Beziehung rausgegangen bin, ja, da habe ich, glaube ich, mal das nachgeholt, was ich halt so, ich will jetzt nicht sagen, was ich verpasst hatte halt in der langen Beziehung, weil ich es da in der Zeit nicht vermisst habe. Aber so im Nachhinein habe ich dann, glaube ich, ja, erstmal Gas gegeben und da bin ich halt wirklich dann auch so zum Player Max, sage ich jetzt mal, geworden. Hab, mir war es egal, was mit den anderen Frauen waren, sondern Hauptsache ich hatte halt meinen Spaß und so. Ja, und jetzt, aber eigentlich bin ich ein Beziehungsmensch, auch wenn man es wirklich bei mir halt nicht glaubt. Das glaubt man vielleicht halt, weil man mich nur aus dem TV halt so kennt, halt wirklich nicht. Auch wenn ich zum Beispiel neue Leute so kennenlerne, die mich halt nur aus dem TV kennen, die sagen danach auch, ey Max, du bist ja im echt, wenn man mit dir normal redet, viel sympathischer, als du im TV halt rüberkommst. So, aber mir ist halt bewusst, wie ich im TV rüberkomme und welche Rolle ich, sag ich mal, in diesem TV-Business-Game halt habe. Das ist mir halt schon bewusst. Okay, diese Beziehung, also ich habe ganz viele Fragen, ich muss nur eins nach dem anderen abarbeiten. Diese Beziehung, hat das so stattgefunden, dass du sagst, okay, beide haben gleichzeitig gemerkt, dass es nicht mehr so rund ist oder so passend ist oder so intensiv ist, oder war der eine schneller damit? Also hat einer mehr gelitten bei der Trennung? Ich kann nicht, ich glaube, also ich habe schon gelitten, ich habe schon sehr gelitten unter der Trennung. Ich glaube, meine Ex-Freundin auch, aber hat sie mir halt nicht so gezeigt. Deswegen kann ich dir jetzt gar nicht so sagen, wer mehr darunter gelitten hat. Das erste Gespräch kam von ihr aus, so, dass wir mal drüber reden müssen über die Zukunft und so. Oh, ich find's gerade voll krass. Man sieht jetzt quasi im Fernsehen so das Endprodukt. Ja, das ist halt so das Ding, das sieht man halt wirklich nur TV und deswegen versteht halt auch, glaube ich, nie einer, wie ich halt wirklich bin. Ja. Kennst du dich eigentlich aus mit den Beziehungstypen? Ich fasel ja immer voll viel darüber. Hast du mal dich damit beschäftigt oder kennst du das? Nee, tatsächlich jetzt nicht. Also, helf mir noch auf die Sprünge. Ja, es ist so ein bisschen so, wie. Und da würde mich halt interessieren, wie warst du vorher und wie bist du jetzt? Also, wie gelingt es dir, Menschen an dich ranzulassen, Nähe zuzulassen, so eine Bindung einzugehen? Ja, auch vor der Gefahr, vor dem Hintergrund, das könnte ja auch kaputt gehen und das könnte ja auch wehtun. Also, bist du gut darin, Nähe zuzulassen oder hältst du dir lieber viele Optionen offen, um bloß nicht verletzt zu werden? Und gab es da einen Switch? Also eigentlich, also ich bin auch so immer noch ein Typ, der halt sehr viel Nähe zulässt. Ich bin unheimlich kuschelbedürftig, ich bin unheimlich so liebebedürftig. Und das zeige ich auch eigentlich direkt von Anfang an. Also ich bin gar nicht irgendwie so, dass ich sage, ey, ich habe Angst, verletzt zu werden. Bei mir ist nur irgendwie das Gefühl, hört sich vielleicht ein bisschen scheiße an, aber kann dieser Frau mir das geben, was ich sozusagen in dieser 6,5-jährigen Beziehung hatte? Weil ich genau weiß, was ich halt will, wie meine Beziehung halt aussehen soll. Und sobald irgendwie eine Kleinigkeit mich halt stört, habe ich schon sozusagen das Interesse halt verloren. Und dann war ich in der letzten Zeit vielleicht auch nicht so korrekt genug, sage ich mal, das dann auch direkt so zu kommunizieren, sondern habe das dann halt eher so weiterlaufen lassen, so nach dem Motto, ja, okay, komm, schauen wir mal, was wird, so vielleicht für Spaß ist sie auf jeden Fall noch gut. Aber habe es halt nicht offen und ehrlich gesagt so dann kommuniziert gehabt, dass für mich dann sozusagen der Punkt halt schon war, dass ich sage, nein, da wird keine Beziehung draus entstehen. Habe ich vielleicht ab und zu mal gemacht, aber meistens habe ich es nicht gemacht. Das war das, was ich mir selber halt vorwerfen muss. Aber bei mir ist halt so, ich habe keine Angst, verletzt zu werden. So, das auf gar keinen Fall. Bei mir ist halt nur, dass ich die richtige Frau halt irgendwie, ja, mich heranlasse und auch nicht irgendwie so bei Kleinigkeiten, die mich halt vielleicht stören, dann schon, ja, wieder weggehe. Weil ich eigentlich genau weiß, was ich zu 100% möchte, weil ich jetzt, wie gesagt, in dieser 6,5-jährigen Beziehung genau alles hatte, was ich so an meiner Frau
haben möchte. Was ist dir denn so wichtig? Vielleicht können wir es vielen Frauen, können wir ja jetzt vielleicht das Leid ersparen, sich an dir die Finger zu verbrennen. Was ist dir so wichtig? Also mir ist wichtig, dass sie so eine süße Persönlichkeit halt hat, dass man mit ihr halt, dass sie sich für nichts zu schade ist, dass man alles mit ihr halt machen kann, dass sie humorvoll ist, dass sie schlagfertig ist, dass sie halt auch Sprüche, sag ich mal, so drücken kann, aber nur so halt, dass sie halt nicht eingeschnappt oder beleidigt ist, wenn ich halt immer so mal ein bisschen ärgere. Ich brauche so einen Gegenpart, mit dem man halt so sich so gegenseitig ärgern kann, der sehr liebevoll ist, die respektvoll ist zu allen anderen Menschen. Natürlich vom Aussehen her, dass sie mich flasht, dass sie halt hübsch ist, dass sie, ja, dass der Sex natürlich super ist, das weiß man halt vorher ja nicht. Ja, einfach wie so eine beste Freundin. So, dass ich halt wirklich so, sie war wirklich auch so meine beste Freundin halt mit der ich halt alles machen konnte, über alles reden konnte, nichts irgendwie verheimlichen musste. So, Aber sie durfte mein Handy gehen, ich hatte ihr Handy, das war gar kein Problem. So, das krass. ist einfach so dieses Vertrauen, dieses Gefühl, ich kann ja nicht mehr genau sagen, so was das war, sondern es hat einfach gepasst. So, es war genau ich, nur in weiblich. Aber du suchst, also für mich klingt es so ein klitzekleines bisschen so, wenn ich dir zu nahe trete, musst du Bescheid sagen, ne? Ich bin aber immer so ein Fan der offenen Worte. Also bei mir kann man auch alles ansprechen. Ich umgehe keine Themen. Das hört sich so ein bisschen so an, als würdest du vielleicht auch. Oh, das hört sich hart an. Aber so einen Ersatz dafür suchen? Ja, also würde ich nicht mal verneinen, so, also könnte ich glaube ich nicht mal verneinen, weil ich halt, wie gesagt, so von der Person her, das schon halt schon die perfekte Beziehung in meinen Augen halt war. Und das ist, glaube ich, auch das Problem, was ich vielleicht habe oder hatte, vor allem in der Vergangenheit, dass ich sie einfach ersetzen wollte, genau mit einer anderen Person, aber genau mit ihren Eigenschaften, genauso wie sie halt war, wie unsere Beziehung halt war, dass ich halt nur mit einer anderen Frau halt ersetzen wollte. Ey, okay. Hast du einen Hund? Ich passe gerade auf den Hund auf. Alter, du drückst auch alle Knöpfe, damit sich alle Frauen in dich Nee, verlieben, ne? ohne Spaß. Das Es war ist nicht so. geplant, dass sie hier rumläuft. Sie soll eigentlich im Körbchen bleiben. Das ist so heftig. Okay. Du kennst mein Tattoo nicht. Was ist dein Tattoo? Ja, warte, guck mal, ist jetzt vielleicht das hier. Ich bin ja mit dem Hund auch aufgewachsen. Das war mein erstes Tattoo mit der Hundepfote, mit dem Namen von meinem Hund. Ja, süß. Ja, So, gut. deswegen, ich bin halt ein Einzelkind gewesen und da ich bin von der Grundschule bis zum Abitur, war der Hund halt so, ja, mein Begleiter, mit dem ich halt aufgewachsen bin, war wie ein Bruder für mich. Und als er gestorben ist, habe ich halt das was als erstes Tattoo für ihn gemacht. Was bei dir ist voll süß, ja, ist richtig süß. Was bei dir halt gemein ist, ist, guck mal, du bist wie so ein, weiß nicht, so ein Flugzeugcockpit, ne? Da sind ja ganz viele Knöpfe und du hast alle. Du hast so hier Tattoo vom Hund, dann passt er auf Hunde auf, dann sieht er gut aus, dann ist er lustig, dann ist er charmant und so weiter. Und deswegen fallen die leider auch alle auf dich rein, ey. Ja, das Ding ist halt, wie ich glaube, Franzi halt auch richtig gesagt hat, ich kann halt echt gut reden. Also ich könnte, glaube ich, auch eine kaputte Waschmaschine verkaufen. Aber so, ich kann aber flirten. So, ich weiß halt, wie man mit Frauen flirtet, wie man halt mit Frauen umgeht, wie man Frauen zu behandeln hat. So, das weiß ich halt schon. Und natürlich habe ich es auch in der Vergangenheit mir dann oft zum Vorteil gemacht, weil ich eigentlich relativ, ja, leichtes Spiel dann, sag ich mal, auch bei den Frauen halt hat. Aber auf was Ernstes sozusagen hinzukommen, da verrennen sich wirklich meistens die Frauen dann halt auch bei mir, weil ich auch wirklich teilweise halt wirklich ein Arschloch war und auch teilweise halt nicht offen und ehrlich mit denen kommuniziert habe und auch teilweise, weil ich die Frauen vielleicht auch nicht verstehen wollte und dachte, okay, komm, die können mich halt ändern oder sie sind diejenige, die die eine halt für mich sind. Das war halt immer so, ja, aber größtenteils war natürlich meine Schuld, dass ich halt nicht offen und ehrlich da einfach nur meinen Spaß haben wollte. Wie sehr spielt bei dir der Gedanke die Rolle? Oder vielleicht mehr so, was macht es mit dir, zu wissen, dass eventuell auch deine Ex-Freundin sehen kann, wie geil du jetzt in der Welt ankommst? Ehrlich gesagt, sie guckt das gar nicht. Also sie will damit gar nichts so zu tun haben. Die war damals schon. Das Lustige halt ist, meine Ex-Freundin und ich, wir hatten vor 3 Jahren den Vertrag von Temptation Island schon vorliegen. So, wir wären bei Yassin in der Staffel gewesen, in der Oha. Nummer Temptation Island Staffel. Wir waren das, ich glaube, das zweite Paar, was den Vertrag schon vorliegen hatte. Oha. Wir wären da eigentlich gewesen und ich hatte schon unterschrieben den Vertrag und dann hat sie nochmal so, ist nochmal in sich gekehrt und so. Und dachte so, ey, ich kann damit nicht umgehen, wenn er irgendwie, weil sie ist halt wirklich so ein süßes Mäuschen, was sich halt wirklich alles zu Herzen nimmt, wenn irgendwas ist, dass sie halt damit nicht klargekommen wäre. Und dann hat sie halt auch mich darum gebeten, ey, können wir das bitte nicht machen, so. Nicht, weil sie mir nicht vertraut hat, sondern weil sie halt einfach mit dem Druck oder mit der Öffentlichkeit, mit den ganzen Hasskommentaren, wenn welche kommen würden,
einfach damit nicht umgehen kann. Okay, Deswegen habe ich verstehe. gesagt, okay, komm, dann machen wir es halt nicht. So brauchen wir nicht machen. Und dann sind wir halt, ich glaube, ein Jahr später oder 1,5 Jahre später haben wir uns dann getrennt. Und dann bin ich auch erst auf die Idee gekommen, jetzt bin ich Single. Habe ich dann direkt, glaube ich, 3, 4 Wochen nachdem wir uns getrennt haben, habe ich dann halt mich halt bei der Bachelorette beworben. Weil ich halt einfach dann allein ins TV gehen wollte und nicht ins TV gehen wollte, um irgendwie noch eine Liebe zu finden oder eine Freundin zu finden, weil ich auch nicht daran geglaubt habe, im TV überhaupt jemanden Passendes kennenzulernen, sondern einfach nur, weil ich dann Bock hatte und gekommen bin, mache ich es halt alleine mal im TV. Guck mal, wohin es führt. Und mir ist tatsächlich, weil mir ist eh egal, was andere Leute halt so über mich reden, was sie über mich denken. So. Hauptsache meine Ängste, meine Freunde wissen halt genau, wie ich bin. Was irgendwelche Leute im Internet über mich schreiben, die mich halt nicht kennen, so, das interessiert mich halt nicht. Geil. Und deswegen bin ich halt dann auch ins TV gegangen, weil wir es vorher gesagt, eigentlich war der Plan gewesen, dass wir beide ins TV gehen, aber dann habe ich den Schritt halt alleine gemacht. Naja, gut, war ja eine gute Entscheidung. Du hast einen bleibenden Eindruck hinterlassen, auch bei Sharon, Ich glaube, in jedem Format habe ich bislang einen Eindruck hinterlassen, aber ob der so positiv immer war, bleibt dahingestellt. wie ist die auf dich zu sprechen heute? Schön? Mega gut, weil wir waren nach der Show schon mega cool miteinander. Das war ja auch Sharon, hat mich ja, als sie aus, das war auch das Lustige, als Sharon rausgekommen ist aus der Finalentscheidung, ich glaube, einen Tag war sie wieder in Deutschland, hat sie mir direkt geschrieben bei Instagram. So, und dann haben wir auch direkt dann am gleichen Tag telefoniert miteinander und so, weil wir haben gemeinsame Freunde auch schon seit 10 Jahren. Und sie ist richtig gut mit dem Sohn von unseren gemeinsamen Freunden, richtig gut befreundet, deswegen hatten wir da auch schon direkt einen Anhaltspunkt, wie wir wieder anknüpfen konnten. Und seitdem sind wir mega cool miteinander. Also wir schreiben ab und zu miteinander. Sehen tun uns jetzt haben uns schon lange nicht mehr, weil sie auch in Hannover jetzt bei Hoffi wohnt. Aber auch mit Hoffi und mit Sharon mega cooler Kontakt. Also alles entspannt. Ah, die sind auch noch zusammen, ne? Ja, die wohnen auch noch zusammen. Ich denke, die werden auch heiraten. Krass, Also guck mal, wie ich gehe schön. selbst davon aus, dass sie beide heiraten, weil bei denen war echt perfect match, so wie man so schön sagt. Schön. Sie findet aber gar nicht mehr statt, ne? Nee. Gar nicht mehr. Beide, weil die haben ja, Jan hat ja sein Blumengeschäft, was da halt wirklich viel Aufwand und so halt ist. Und die unterstützen jetzt auch da mittlerweile, ist auch deswegen nach Hannover gezogen. Und die leben halt wirklich so ein normales Leben halt jetzt zu Krass. zweit. Wir sind in den TV-Studio gegangen, haben dich dort gefunden. Best Case. Und jetzt leben die einfach ihr Leben zusammen. Also wunderschön. Krass, dann habe ich die auch voll falsch eingestuft. Die wirkte richtig famegeil auf mich. Null. Sharon ist genau, ist Sharon, ohne Spaß, Sharon und ich hatten auch genau, weil wir uns so gut verstanden haben dort, weil wir genau gleich auch, sag mal, vom Charakter halt her waren, dass wir halt unheimlich lustig, unheimlich entspannt, unheimlich cool miteinander sein konnten. So, und ne, Sharon ist alles andere als Fangirl. Also die ist so eine liebe, bodenständige Frau. Krass. Okay. Ja, Alarmglocken gingen halt an, so mit Schauspiel und bla und naja, okay. Aber guck mal, so kann man sich irren, ne? Dachten Nee. wir am Anfang auch, als wir das gehört haben und so, die macht, und dann so beobachtet, dachten wir, okay, die macht das eh nur wegen der Show und so, die hat gar kein ernsthaftes Interesse und so. Aber wie man jetzt sieht, ist sie mega happy und mega glücklich. Ja. Was hältst du von dem Sprichwort, beziehungsweise kennst du das? Ein Gentleman schweigt und genießt? Nee, genießt und Doch, 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 schweigt. doch, ein Gentleman schweigt und genießt. Kenn Schon ich? mal gehört? Ich bin, glaube ich, im Moment kein Gentleman, deswegen trifft das auf mich nicht zu. Okay, gute Antwort. Nein, aber was macht das mit dir? Ich habe das Gefühl, ist das auch so diesen, sagen wir mal, wir haben ja am Anfang so ein kleines Geplänkel gehabt zu deinem Intro. Kann man das da auch so ein bisschen mit einordnen? Oder bist du auch im wahren Leben dann so, dass du das schon alle gerne wissen lassen möchtest, mit wem du intim wurdest? Es kommt dann ganz drauf an, also wenn das einmal so ein lockeres, offenes Ding halt einfach mit der Person so war und sie jetzt auch nicht explizit sagt bitte da keinem drüber was, dann, wenn ich mit einem Freund quatsche oder so, dann sage ich das halt schon mal so, ey, guck mal, gestern war ich feiern, so hatte mit der und der halt sowas, sage ich das schon, aber wenn die Person halt wirklich mir sagt, bitte sag das niemandem was, geht keinem was an, dann mache ich das halt auch. Es gibt auch sogar die ein oder andere Frau, sag ich mal, im Reality-TV, mit der ich was hatte. Aber wo wir beide halt gesagt haben, das soll keiner wissen, weil das vielleicht keinem was angeht. Ja, ich habe ja mal reingehört in den Podcast mit dir und Colleen und Deutschland hast du ja durch. Richtig, deswegen war ich auch froh, dass die Schweiz vertreten war bei Bachelor Paradise. Okay, also sagst du, kann man drüber reden? Aber ist das dann irgendwie auch so ein bisschen so Aufwertung? So, ich hatte die jetzt, guck mal, ich bin geiler, ich hatte die und die und die und mit Carina direkt erster Gedanke, ey, ich sag der Gruppe, ja, die habe ich schon geknallt. Also. Das war ja nicht der erste Gedanke, das war ja wieder komplett scheiße geschnitten.
Ach So, so. das war ja, ich hab gesagt am Anfang, als wir den Brief bekommen haben, da habe ich mich halt wirklich vertan, weil ich wirklich dachte, dass Karina halt kommt, dass das Karina halt ist und so. Und dann waren die halt alle neugierig, die haben gemeint, ah ja, okay, woher kennst du die, was lief da mit der? Und ich so, ja, wir haben uns mal ernsthaft so kennengelernt, wir haben uns gedatet, auch ging eine längere Zeit rum, das war letztes Jahr, dass wir uns da kennengelernt haben und so. Das war das, was ich erstmal gesagt hatte. Und dann wollten die natürlich alle wissen, ja und, lief da was? Hattet ihr Sex? Hattet ihr Sex? Und deswegen habe ich auch so mit dem Lachen halt so gedacht, ja, wir hatten auch Sex. Ach So, so. deswegen habe ich das halt so gesagt, weil es nicht der erste Gedanke, dass ich direkt Okay. gesagt habe, ja, wir hatten Sex, sondern ich habe halt wirklich erstmal gesagt, dass wir uns halt kennengelernt haben. Aber du weißt auch selber, die anderen sind auch immer neugierig und wollen halt alles wissen. Und ich bin halt auch ein Mensch, so, ich erzähle das dann halt auch einfach so. Ich bin nicht so einer, ja, geht keinem was an, so, sondern ich rede halt einfach offen und ehrlich darüber. Okay. Weil, ja. Ja. Gut, dann war das ja so, dass du die. Nee, eine Frage noch. Wie sieht's aus mit Karma? So, glaubst du an Karma? Also einfach so. Karma is a bitch. Ja, wenn du eine bist. Nein, aber so, wenn du zum Beispiel, ich frage, es gibt ja Leute, die auch Frauen, die haben gerne einfach Sex, ja? Ich denke auch gerne noch zurück an Beverly, ne? Da kann man ja, ich habe die jetzt übrigens auch mal live kennengelernt und weißt du, man kann sich ja halt darauf einigen, hey, wir haben jetzt Sex. Weißt du, ich habe keinen Bock auf was Festes, so. Aber bei dir ist das ja häufig so, das sagst du auch selber, die hassen dich am Ende. Und ich glaube, das kommt halt dadurch, Nein, dass. nein, die meisten Frauen, sag ich ehrlich, die meisten Frauen, sorry, dass ich unterbreche, die meisten Frauen hassen mich ja nicht. Ich bin ja immer noch mit so vielen Leuten, mit denen ich was hatte, bin ich einfach cool. Das sind halt nur die Frauen, die ins TV reinkommen, das sind die, das waren ja zum Beispiel, ja, drei Frauen, die mich jetzt, sag ich mal, gehasst haben, oder zwei Frauen, die mich eigentlich nur hassen. Beverly und Vanessa. So, mit allen anderen Frauen wird keiner irgendwie was Schlechtes über mich sagen, weil ich mit allen anderen Frauen immer cool und entspannt halt bin. Also meinst du, die machen das, um selber Fame abzubekommen? Also Beverly 100% bei Ex on the Beach. So wie die da reingekommen ist, vor allem die hat mich ja 2 Wochen vorher noch zu meinem Geburtstag angerufen und war alles entspannt und alles cool. Und meinte, ja, wir sehen uns. Ich wusste ja, dass Beverly kommt. Sie meinte ja auch so, ja, wir sehen uns in 2 Wochen dann bei Ex on the Beach und so, dann mache ich dir ein bisschen die Hölle heiß. So, das hat sie ja gesagt. Und deswegen wusste ich ja, dass sie kommt und dachte auch so, okay, komm, sie kackt mich halt so ein bisschen an. Und dass sie dann aber so Feuer legt, deswegen, ich musste so lachen, weil ich das einfach nicht ernst nehmen konnte auf der Liege. Ich habe sie nicht ausgelacht, weil ich sie nicht für ernst genommen habe, in dem Sinne, weil ich sie verletzt habe, sondern ich habe sie halt so ausgelacht oder gelacht mäßig, weil ich einfach nicht ernst nehmen konnte, was sie gesagt hat. Weil ich halt wusste, wie gesagt, dass sie kommt, dass sie mir die Hölle heiß macht. Okay. Aber, und ich bin auch nicht so der Typ, auch wenn sie zum Beispiel gesagt hat, ja, komm jetzt mit, du Hund und so, als sie das zu mir gesagt hat. Ich bin auch nicht so der Typ, der irgendwie dagegen anschreit. Ich bin ich halt einfach nicht vom Typ her so. Ich bin derjenige, der überhaupt keinen Stress macht. Und auch mit Adela, so mit Kaugummi oder so. Natürlich fand ich es halt unnormal respektlos, aber ich würde niemals so sie dann halt jetzt so ankacken, so, weil ich einfach nicht der Typ dafür bin. Okay, verstehe. Jenny from the Block, ne? J-Lo. Vanessa, die war doch eigentlich voll süß. Die war doch eigentlich so liebevoll, süß und so weiter. Warum hast du dir die entgehen lassen? Ja, schwierig zu sagen. Also, es war ja beim Karneval, ist das eine Jahr vorgefallen. Da, klar, hatte ich mit einer anderen was an Karneval. Aber davor ist halt schon passiert, dass sie halt wirklich, ja, mir so gezeigt hat, dass sie halt wirklich einfach ein kalter Mensch halt ist. Dass sie da ihre Freundin oder Bella, die war ja auch mit uns bei Ex on the Beach, dass sie Bella da halt wirklich einfach so liegen gelassen hat, so, und sich verpisst hat und ich nichts mehr von ihr gehört habe. Im Nachhinein habe ich jetzt auch herausgefunden, dass sie nicht bei einer Frau war, sondern dass sie halt zum Typen gefahren ist. So, deswegen, da dachte ich halt auch, okay, sie ist vielleicht bei einer Freundin oder was weiß ich, wo sie war, war mir in dem Moment auch scheißegal, weil ich zu dem Zeitpunkt halt abgeschlossen habe mit ihr. So, natürlich war es scheiße, dass ich dann halt direkt bei der nächsten Gelegenheit dann mit dem anderen so was gehabt habe und dadurch halt das alles kaputt gemacht habe. Aber im Nachhinein bereue ich das halt auch nicht, weil mir haben auch einige nachgeschrieben, dass sie Vanessa halt öfters mit irgendwelchen Leuten, Männern halt essen gehen sehen oder dass sie halt das und das macht. Ist ja kein Geheimnis, dass viele sagen, dass sie halt Escort macht. So, das ist halt kein Geheimnis, dass das jeder eigentlich theoretisch weiß oder macht. Und das treffen auch einige Indizien halt so bei ihr drauf zu. Aber ich will jetzt auch gar nicht mehr in das Thema so halt eingehen mit Vanessa, weil für mich ist das halt abgeschlossen, für sie halt auch. Wir haben auch, glaube ich, wann war das, vor 2 Monaten, haben wir sogar nochmal miteinander telefoniert gehabt. Nach dem ganzen Drama, da haben wir nochmal miteinander gesprochen, so, war gut dann halt alles, dass wir nochmal abgehakt haben, das Thema. Es ist kein böses Blut mehr so zwischen uns, aber wir wollen auch einfach nichts miteinander zu tun haben, so, also weder das eine noch das andere. Und ich bin ehrlich, so im TV, wenn das ja genauso gewesen wäre, wie sie bei Ex on the Beach war, dann hätte ich mich safe in sie verliebt. So, dann wäre es halt richtig, dann wäre sie, glaube ich, safe meine Freundin geworden, aber draußen war es dann halt ein bisschen anders.
Ja, Deswegen okay. glaube ich auch, deswegen bin ich auch nie mit den Intentions oder würde niemals mit den Intentions in eine Show gehen, dass ich mich da drin verliebe, weil ich einfach nicht dran glaube. So, Weil. dass ich mich bei wirklich bei Bachelor in Paradise habe ich niemals gedacht, dass ich mich halt so in Adela verliebe. Hab ich niemals gedacht, weil ich dachte im TV, ja, die Frauen sind eh nichts für eine richtige Beziehung zu gebrauchen. So, ist halt so meine Ansichtsweise. Und es gibt halt oft auch diese Two Faces, also schon so. Ich sag auch immer, wie könnt ihr sagen, ihr seid zusammen, wenn ihr euch noch nie off-cam gesehen habt? Weil jeder will sich Ja. ja irgendwie inszenieren und so. Du hast gar keine Ahnung, wie die Person dann Deswegen. wirklich danach ist. Okay, und bei dir und Adela, warum seid ihr eigentlich nicht drin geblieben? Nur weil sie Heimweh hatte oder gab es noch andere Gründe? Nee, also das war schon schlimmer, als es halt ausgestrahlt wurde bei ihr. Aber da werde ich jetzt auch nicht so weit drauf eingehen, weil das wirklich was halt so, was sie halt persönlich betrifft. Und da werde ich halt nicht irgendwie, will ich niemals drüber reden. So. Weil ich war einfach für sie da in dem Moment. Und sie konnte halt wirklich nicht mehr da bleiben. Und deswegen habe ich halt auch gesagt, ey, komm, wir gehen halt wirklich zusammen raus. Weil ich habe wirklich gesehen, wie sie halt gelitten hat. Okay. So, war halt wirklich schlimmer, als man es vielleicht denken würde. Okay, verstehe. Und dann wart ihr halt verliebt und seid rausgegangen und dann hat wieder nicht geklappt. Dann wieder nicht. Aber erstmal, die Hotelnacht super, muss ich erstmal sagen. Da habe ich mich natürlich drüber gefreut. Dann sind wir auf jeden Fall nach Hause geflogen und hatten dann, glaube ich, eine Woche Kontakt, haben da telefoniert, haben dort geschrieben. Und dann bin ich auch dann am Wochenende für 4 Tage halt bin ich nach Basel gefahren und habe sie dort dann besucht. Und ja, dann war es halt wieder genauso, wie es halt auch im Paradies war, dass ich halt wirklich, wie Tammy gesagt hat, dass ich auf Zehenspitzen laufen musste, dass ich halt wirklich, egal was ich gemacht habe, war falsch. Dass sie halt immer weiter meinte, sie müsste mich halt, glaube ich, irgendwie zu irgendwas erziehen, dass sie mich mal weiter erziehen musste. Und da sind wir dann irgendwie immer aneinander halt so angeeckt. Und das hat dann halt einfach mir da auch schon gemerkt, okay, komm, es wird halt einfach nicht besser, wird irgendwas schlimmer draußen, als wir dachten ja, draußen wird es halt vielleicht komplett anders, so wird entspannter, ruhiger als drin. Aber wenn wir alleine sind, aber war halt genauso oder wurde halt noch schlimmer. Und wir haben uns danach halt nie wieder gesehen. Okay, krass. Und was war dieses Gerede von, also ich stelle mir das so vor, wenn man sich jetzt einmal sieht, was ist das für eine Vereinbarung? Wir bleiben jetzt exklusiv mit einer Also, Deadline bis da haben wir Dezember. halt gesagt, es ist vorbei. Also, wir bleiben in Kontakt, aber es ist vorbei. Und dann, während der Aus wir werden die ganze Zeit trotzdem weiter noch Kontakt haben, so sporadisch halt hin und her geschrieben, ab und zu mal telefoniert, so auf entspannt, sage ich mal. Und dann war die Ausstrahlung halt da und auch zum Beispiel direkt bei der ersten Folge, als sie uns kennengelernt haben, sag ich mal, in der Folge und auch uns geküsst haben und so, da hat halt schon wieder ein bisschen so, da haben wir die Gefühle, Emotionen halt hochgekommen. Da hatten wir dann wieder ein bisschen mehr intensiver Kontakt und haben gesagt, ey, komm, lass uns nochmal versuchen. So, lass uns irgendwie nochmal, weil es wirklich so schön halt war, lass uns nochmal irgendwie versuchen, da dran festzuhalten. Wenn wir genug Zeit haben, dann lass uns die Zeit nehmen, dass wir uns nochmal intensiv nochmal draußen kennenlernen und vielleicht klappt es ja halt wirklich. Und dann hat sie halt direkt gesagt, ja, okay, komm, wir sind halt exklusiv dann. Wir sind exklusiv, exklusiv. So, das war halt immer von ihrer Seite. Also, und ich habe gesagt, ja, okay, komm, von mir aus können wir exklusiv sein, auch wenn ich es halt nicht so gefühlt habe, weil ich sie halt nicht sehe, du nicht bei mir bist. Wir haben jetzt 4 Wochen fast gar keinen Kontakt gehabt. Aber von mir aus können wir jetzt von vornherein exklusiv halt sein. Aber So. warum hast du das dann nicht gesagt? Warum sagst du dann Ja, nicht aber war so? dumm. Weil bei mir ist halt auch so, mit Adela, egal was ich sage, so, sie drückt eh ihre Meinung durch. Egal, auch wenn sie falsch liegt, sie wird niemals irgendwie von ihrer Meinung halt abweichen. Und ich wusste halt, egal was ich sage oder versuche, sie wird davon eh nicht abweichen. Und deswegen war es mir dann in dem Moment auch egal. Deswegen habe ich halt auch gesagt, okay, komm, von mir aus sind wir exklusiv. War vielleicht auch dumm von mir im Nachhinein wieder, weil ich jetzt wieder vielleicht als Arschloch halt dann dastehe im Nachhinein. Aber in dem Moment hatte ich einfach keinen Bock, wieder zu diskutieren. So, ich wollte jetzt nicht am Anfang direkt wieder eine Diskussion führen. Okay, und dann kam irgendwie wieder Karneval oder was? Du solltest eigentlich zu ihr bis dann, nee, zu ihr, aber bis zum Fußball oder irgendwie sowas. Ja, also wir hatten dann abgemacht, ja, von mir aus kann ich an dem Wochenende halt kommen. Am Karnevalswochenende hatte ich auch kein Problem, kann ich gerne kommen. Und dann hatten wir halt in der Fußballmannschaft, haben wir dann halt spontan unter Mannschaftsrat hat entschlossen, ey, wir hatten lange keinen Mannschaftsabend mehr. Karneval wird sich optimal anbieten. Dann haben die halt in der Mannschaft halt abgestimmt und klar war die Mehrheit dann dafür, dass wir halt dann essen gehen und zusammen Karneval halt feiern. Und ist halt wirklich so, wir haben beim Fußball gibt es einen Strafenkatalog, wenn man halt unentschuldigt oder wegen keinem triftigen Grund und zu einer Freundin nach Basel zu fahren, ist halt kein triftiger Grund beim Fußball. Aber hast du auch gesagt, dass es um Adela geht? Nee, das habe ich nicht gesagt, dass es um die Königin geht. Das habe ich leider vergessen zu sagen. Sie kann ja schon sehr Aber sauer werden. was? Sie kann ja schon sehr sauer werden und Ja, sie deswegen. war auch sauer, als ich dir das gesagt habe, dass ich nicht komme. So, dann habe ich ja gesagt, von mir aus, komm du doch nach Köln. Du kannst gerne nach Köln kommen, du kannst auch Karneval feiern gehen, dann treffen wir uns halt im Club, dann können wir zusammen feiern, dann schläfst du bei mir. Nö.
Ich komme nicht nach Köln. So, ja, okay, dann halt nicht. Ist so eine Dann kommst du halt nicht. Prinzipiensache oder was gewesen von ihrer Seite aus? Ich kann es dir nicht mal genau sagen, was es halt war. So, weil sie hätte sich auch die Zeit nehmen können, ja auch nach Köln kommen können. Hat sie ja auch nie gemacht oder nie in Erwähnung gezogen, hat mal nachgefragt, ey, passt es dir an dem und dem Wochenende, kann ich da zu dir kommen oder so, ich vermisse dich oder so. Deswegen war es für mich halt auch einfach nicht exklusiv mit ihr, weil wir halt gesagt haben, okay, es ist exklusiv, wir haben geschrieben, wir haben telefoniert ab und zu, aber mehr war da halt auch nicht. So, und das habe ich halt, ich hatte auch gar keine, sag mal, Gefühle mehr so für sie, dass ich halt verliebt war, sondern nur die Gefühle waren halt wieder da wegen der Ausstrahlung. Aber ich habe es halt nicht richtig gespürt, sondern gemerkt, dass die Gefühle halt wiederkommen. Aber natürlich wusste ich halt immer im Hinterkopf, okay, das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe, war halt scheiße und das klappt halt eigentlich nicht bei uns. Und hatte halt immer diesen Zweifel auch im Kopf. Ja, aber was findest du toll an ihr? Also ich meine, so eine süße, niedliche sehe ich jetzt nicht so. Also schon, auch wenn ich mir ihre Stories angucke, sie ist ja immer schon sehr empört und irgendwie sauer und immer so, trust and believe me. Das auf jeden Fall, also klar, im Nachhinein könnte ich jetzt auch nicht mehr genau sagen, was ich da in dem Moment halt alles so empfunden habe, gefühlt habe. Aber sie hat auch wirklich eine, sie hat wirklich eine süße Seite, was man halt auch wirklich nicht gesehen hat. Das habe ich, glaube ich, auch im Podcast halt gesagt, dass wir halt wirklich viel Spaß zusammen hatten, dass wir auch sehr viel rumgealbert haben, sind durch die Villa gelaufen, haben Fangen gespielt, wir beide wie so kleine Kinder. Das kann man sich bei ihr halt auch gar nicht vorstellen. Weil man denkt halt wirklich immer nur diese strikte, immer nur diese Powerfrau, die halt immer eine Meinung zu allem hat und so. Aber sie kann halt auch ganz anders. Sie kann halt wirklich so komplett süß, liebevoll so sein. Diese Seite hat sie mir halt auch gezeigt und die habe Okay. ich halt auch bei ihr erkannt. Und natürlich gab es immer wieder diese Rückschläge mit dem Streit, weil sie wegen jeder. Das hat mich da in der Villa schon gestört. Das hat mich da schon so wegen so Kleinigkeiten. Das Einzige, was ich halt wirklich verstehen kann, wegen Carina mit der Sache, dass sie das halt enttäuscht war, das konnte ich halt wirklich verstehen. Aber jetzt zum Beispiel, dass ich Rebecca auf die Wange geküsst habe, weil ich sie aufmuntern wollte, wegen Layla, das wusste halt auch jeder und ich hatte mit Rebecca auch nichts mehr so zu tun, wir waren ja cool miteinander. Da hat sie dann Stress angefangen oder wegen mit dem Kaugummi und dann, dass ich mit Colleen da rumgealbert habe, wie wir uns, sagen wir mal, beleidigt haben, gegenseitig aus Spaß. So, ich durfte halt gar nichts mehr sagen bei ihr. Das war halt das, was ich halt auch wirklich so mit mich abgestoßen hat von ihr, wo ich halt aber trotzdem die Hoffnung hatte, dass es draußen vielleicht besser oder halt anders ist. Aber wurde es ja halt nicht und deswegen war es halt nur die logische Konsequenz, dass wir halt nicht zusammenpassen. Aber sie hat halt wirklich auch eine richtig süße Seite. Also hat sie wirklich, Verstehe. das muss ich gelassen. Was? Obwohl die halt nie zeigt. Das zeigt Okay. sie halt sehr selten. Was glaubst du, warum ist sie so? Ich glaube, sie ist, kann ich nicht sagen. Also ich weiß, dass sie in der Vergangenheit eine sehr, sehr toxische Beziehung mit ihrem Ex-Partner halt hatte. Vielleicht deswegen. Und sie geht ja auch einmal die Woche zum Psychologen noch, deswegen, dass sie das halt alles aufarbeitet seit 2 Jahren. Ich glaube, das ist einfach so ein Schutzmechanismus, auch vielleicht einfach so von ihr halt ist. Dass sie vielleicht Angst hat, irgendwie, keine Ahnung, wieder sich in irgendwas zu verrennen. Und deswegen, aber ich verstehe halt nicht, warum man dann trotzdem halt immer anecken muss bei allen anderen. Ne? Dann wird man sich doch eigentlich, wenn man Angst hat, irgendwie verletzt zu werden, oder wenn man da wird man sich doch eher so zurückziehen mäßig und nicht sich in jeden Streit oder jeden Punkt halt mit einmischen. Also würde ich jetzt eigentlich so machen, wenn ich Angst hätte, irgendwie wieder so auf Konfrontation oder irgendwie schlecht dazustehen oder mich irgendwie wieder zu verletzen, dass ich dann eher nicht so der Mensch wäre, der so auf Konfrontation geht. Kann es sein, dass sie in dieser Situation auch mit dem Aschenbecher, dass sie das angepisst hat, dass sie vielleicht nicht deine volle Aufmerksamkeit hatte? Das kann vielleicht auch sein. Weil sie ist eine Person, die sehr, sehr viel Aufmerksamkeit braucht. Und wenn Ja. nicht die volle Aufmerksamkeit auf sie, auf ihr ist, dann. Ja, dann meckert sie auch relativ schnell. Weil so wirkte das, weil das war ein Insider zwischen dir und Colleen. Dass sie sich da von der Seite eingeschaltet hat, das war so unangenehm. Also selbst hier, wie heißt der erste Bachelor? Paul Janke. Selbst Paul war so, sie hat ihn ja versucht mit reinzuziehen. Ihr habt sie ja gar nicht beachtet und sie kam immer wieder so von der Seite angeschissen, wo ich so dachte auch als Zuschauer, Girl, das geht jetzt gerade gar nicht um dich. Das ist ein Ja. Scherz. Das Ding ist halt auch bei ihr, wenn die getrunken hat, dann sucht sie aber halt auch immer Streit. Ja. Und weiß halt auch dann teilweise am anderen Tag nicht mehr, was halt genau sie gemacht hat Ja. oder warum sie das gemacht hat. Aber sie hat mir selber gesagt, wenn sie betrunken ist, dann ich soll dann auch nicht so auf sie eingehen, soll nicht so den Streit mit ihr suchen, weil sie ist halt so streitsüchtig dann halt danach. Ja, aber vielleicht dann mal den Alkohol auch weglassen, wenn man das weiß, ne? Hab ich ihr vielleicht auch schon mal gesagt, so, aber naja, Find's vielleicht braucht sie das halt auch irgendwie. Ihre Therapie da irgendwie zu überstehen, keine Ahnung. Ich find's halt schwierig, ne? Wenn man, also Alkohol, ich weiß, was das mit einem machen kann. Aber wenn du das schon weißt, dann kannst du das eigentlich maximal einmal als Ausrede nutzen, weil
Weißt du, ich habe das auch in ihren Augen gesehen, auch wo sie dich da als Ja, ich war ja Narzisst. voll betrunken. Das hat man ja gesehen, als mit dem Aschenbecher. Also, der war ja Ja. frisch weggetreten. Auch als du als Narzisst bezeichnet wurdest, weil es um dich ging, da war sie auch voll, volles Rohr. Im Nachhinein, als sie das jetzt gesehen hat, meinte sie, oh, was habe ich da für eine Scheiße erzählt? Das hat sie wenigstens mal gesagt, so, boah, wie habe ich denn da geguckt und so. Aber in dem Moment versuche ich das mal zu erklären. Das geht halt einfach irgendwie nicht. Okay, aber jetzt setzt sie sich dahin beim Wiedersehen und es wirkt so, als hätte sie, als wäre sie irgendwie fast verlobt mit dir gewesen und du hättest sie so krass vor den Kopf gestoßen und wärst so ein Übeltäter. Aber das hört sich jetzt eigentlich viel lockerer an, als es da rüberkam. Ja, deswegen habe ich ja auch nicht so wirklich viel dazu gesagt. So, ich habe halt gesagt, wie es halt war. Und mich stört das dann auch nicht, was sie dann halt dazu sagt oder wie sie es halt darstellen will. Soll sie es darstellen, wie sie halt meint? Ich kann das gerne übernehmen, die Rolle, damit sie ein bisschen besser vielleicht dasteht. So, mich macht das halt nicht so. Von uns beiden, wir haben uns wirklich danach kein einziges Mal mehr gesehen. Wir waren exklusiv, ja, weil ich auch gesagt habe, wir waren exklusiv, aber ich glaube, wir haben beide eigentlich das nicht gefühlt. Sie kann von mir sagen, dass sie es gefühlt hat, dass es exklusiv war, aber kann sie eigentlich 0,0 so gefühlt haben. Weil kein Körperkontakt da war. Wir haben ab und zu miteinander telefoniert, geschrieben, wir uns nicht gesehen. Wir wollten uns vielleicht nochmal im Dezember jetzt halt treffen und nochmal halt gucken, ob es halt passt. Aber das war auch das Einzige, was wir halt so wirklich miteinander halt uns verbunden hat noch zu dem Zeitpunkt. Meinst du, sie hat das vielleicht auch ein bisschen aus Berechnung gemacht, weil das hat ja schon für Sendezeit gesorgt und so, dass sie da so sitzt und die schlecht behandelte ist. Na, ja, natürlich wusste sie, dass sie sich dadurch halt wieder in die Position, sag ich mal, des Opfers halt hinein tut mäßig und mich halt wieder als der Böse dastehe, wie ich halt, und das ist ja auch einfach, mich sozusagen halt dahin zu stellen, weil ich ja einen gewissen Ruf halt habe und sie weiß auch, dass ich halt nicht die Person bin, die dagegen steuern wird, dass man das mit mir halt machen kann. Ja, du bist so geil, du sitzt da einfach und konterst auch gar nicht. Dann bist du ja okay, wenn du magst. Ja, ist halt, ich bin halt so. Ich denke mir halt so, ja, okay, da erzähl mal deine Geschichte so, und dann passt das halt. Ja, okay. Was ist mit Franzi? Ey, das war so schlimm, was ihr da gemacht habt. Die Arme, wie war das für dich, das nochmal zu gucken? Wie denkst du jetzt drüber? Die wollte ja unbedingt sich irgendwie noch beweisen, dass sie einen Kuss bekommen kann. Und diese Lüge, ja, was ist mit der Lüge? Warum hast du Franzi angelogen? Stimmt. Du hast gesagt, ja, du hast ja Adela gefragt, ob sie mit dir pennen möchte. Und dann kam Franzi und hast du gesagt, ja, Adela hat mich zuerst gefragt. Was ist da los? Ja, okay, das habe ich Du wirklich halt lügst. nur gemacht, um Franz mir warm zu halten. Oh Mann, Das habe ich Max. halt wirklich nur gemacht. Aber also das Ding ist halt aber auch bei Franzi, ich wusste halt, dass Franzi halt wirklich nur auf Dennis gewartet hat. Das wusste halt wieder wirklich jeder in der Villa, dass Franzi eigentlich nur so lange drin bleiben wollte, bis Dennis halt reinkommt. Das hat sie von Tag 1 halt auch so erzählt, dass sie sich so unheimlich auf Dennis freut, dass sie Dennis halt unheimlich kennenlernen will. Deswegen wusste eigentlich auch jeder, wenn er mit Franzi halt ist, dass sobald Dennis reinkommt, du halt Geschichte, sag ich mal, für Franzi bist. Und deswegen habe ich mir das halt mit Franzi dann auch so ein bisschen so zum Vorteil genutzt, weil ich wusste, okay, welche Frau gibt mir jetzt am ehesten. Ich bin ja einen Tag vor der Nacht, nach der Rose halt reingekommen. Ich war ja mit Rebecca auf dem Date und hatte dann halt nur den Abend und den Vormittag Zeit, mir halt irgendwen zu krallen, sag ich mal, der halt mir eine Rose gibt und ich im Paradies halt bleiben kann. Ja, und da war Franzi halt die beste Lösung für mich, weil ich wusste halt, dass Franzi das auf Dennis wartet und wenn ich Franzi ein bisschen schöne Augen mache, dass Franzi mir halt dann auch die Rose gibt. Weil Franzi halt da schon sehr leicht dann auch so zu überzeugen ist. Okay. Okay, und dann habe ich noch eine Frage. Und zwar, also erstmal dazu, das kann ich so ein bisschen verstehen. Also wenn ich wüsste, das Girl wartet nur auf einen anderen, ja, warum sollte ich ihr dann super verbindlich gegenüber sein? Und es ist ja irgendwo auch eine Taktik, ihr hättet da ja auch Geld verdienen können und so weiter und so fort. Sendezeit, Influencer da sein, bla bla bla, es macht jetzt mehr Sinn für mich. Es gab ja diese Situation mit Rebecca und dir. Und Leila ist ja eine echt gute Freundin von Rebecca. Und irgendwie hat das für mich nicht so gepasst, dass die dich so herzlich in Empfang genommen hat. Müsste die nicht eigentlich aus Loyalität so ein bisschen kacke zu dir sein? Ja, also wenn man, sorry, wenn man das so normalerweise, klar, wenn sie die beste Freundin mit Rebecca ist, müsste man halt schon sagen, okay, der Typ hat meine Freundin verarscht, ist halt scheiße. Aber das Ding ist, ich kannte Layla sogar auch schon länger als Rebecca. Ich kenne Layla schon viel länger und habe Layla danach auch öfters mal gesehen. Und bin mit Layla halt wirklich cool. Sie hat mir auch gesagt, dass ich halt scheiße finde, was ich mit Rebecca halt so abgezogen habe. Aber dass es halt nichts an dem Verhältnis zwischen ihr und mir halt sozusagen ändert. Weil sie mich als Person halt mag und ich ihr nichts angetan habe und deswegen sie das halt so schon ein bisschen unterscheiden halt kann.
Natürlich war es halt in dem Moment ein bisschen komisch, so, weil sie mit Rebecca auf der Couch lag und freut sich halt erst, guck mal, da ist Max so. So freut sich nach dem Motto so, und dann direkt auch zu mir kommt und mir sagt, ey, ich habe mich so gefreut, dich zu sehen. War vielleicht ein bisschen übertrieben so von ihr, aber ich kann es halt schon verstehen. So, wenn ich hätte mich auch gefreut, an ihrer Stelle mich zu sehen, weil wir beide halt wirklich sehr viel Spaß mal miteinander halt hatten, wenn wir uns Okay, sehen, okay. unabhängig von Rebecca jetzt. Okay. Dann habe ich jetzt noch ein bis zwei Fragen. Und zwar, wie stufst du die Situation ein zwischen Kahn und Michelle? Boah, sehr toxisch, also sehr, sehr toxisch. Vor allem auch was Kahn halt so mit ihr abgezogen hat. Schon crazy, dass er jetzt auch, was ich jetzt mitbekomme, dass er jetzt in einer türkischen Show auch irgendwie drin ist, obwohl er da zu dem Zeitpunkt wohl noch mit Michelle zusammen war. Das sogar, für mich war auch schon dumm, dass Michelle sich nach der Show nochmal auf ihn eingelassen hat, bin ich ehrlich. So, Mädchen, das haben sogar Adela und ich halt in der Show gesagt, ey, bitte, Michelle darf ja nicht so dumm sein jetzt, wo sie draußen ist, dass sie sich mit Kahn wieder connectet. Das kann ja einfach nicht funktionieren. Und hat sie dann natürlich wieder gemacht. Selbst schuld von ihr. Also dumm, aber was will man halt machen, wenn man irgendwie, keine Ahnung, hoffnungslos verliebt ist? Dann lässt man sich halt vielleicht wieder leichter auf den anderes ein. Aber was Kahn halt wirklich mit ihr abgezogen hat, war schon, ja, das war schon sehr, sehr schlimm. Auch beim Wiedersehen, was er da gesagt hat. So, wenn ich eine Frau 10-mal ficke, dann ist es nur einmal betrügen oder irgendwie so. Bodenlos. Also, Da das ist sieht, da, echt. da sieht dein Rechenweg anders aus, ne? Da ist meine Rechnung, da habe ich sie 10-mal, wenn ich 10-mal fick, habe ich sie 10-mal betrogen. Also das ist einfach Mathematik. Okay. Da brauchst du nicht irgendwie im heißen Brei herumreden. So. Okay. Selbst wenn du sie einmal küsst, hast du sie betrogen. Da gab es jetzt, ja, 10-mal mit ihr rummachst oder halt einmal, hast du sie 10-mal betrogen. Bist du gut mit ihm? Was heißt gut? Also ich habe keinen Kontakt zu ihm so, aber ich verstehe mich so normal mit ihm. Also ich kann mit ihm reden so. Ich habe kein Okay. Problem mit ihm, aber es ist auch nicht ein Freund von mir, mit dem ich täglich Kontakt habe. Okay. Was hat es auf sich mit deiner B-Day-Party, die Red Flag Party? Oh, die ist morgen, Ehrlich? am 29.12. Komm, Ka wo wohnst du? Ja, nee, jetzt so kannst du mich nicht einladen. Ich habe, die sind alle eingeladen. Das Aber ist ja eine öffentliche Party. ich habe schon gehört, Michelle wird da sein und der ganze Cast, ne? Ja, also fast der ganze Cast ist da. Dann noch, ich glaube, insgesamt sind 40 oder 45 Leute aus dem Trash-TV da. Ja. Ich habe Michelle Also. ja abgeraten, dahin zu gehen, falls sie dort auf Kahn wieder trifft. Ich würde sowas erstmal meiden. Kahn kommt nicht. Okay, dann kann sie gehen. Kahn Ja. kommt nicht. Deswegen. Und ja, es ist einfach eine Riesenparty. Ich hatte, ein Club hat mich halt angeschrieben gehabt, ob ich Bock hätte, irgendwie eine Feier mal mit denen zu machen. Vor 2 Monaten war das. Und dann ich so, ja, okay, ich habe in 2 Monaten Geburtstag, kann ich mich da irgendwie so bei euch irgendwie so eine große Party dann schmeißen? Geil. Und super, klar, bietet sich an. Und deswegen, passend zum Bachelorette Paradise Thema, meinten sie, ey, du bist ja gerade so eine Red Flag, deswegen lass uns einfach so Birthday Bachelor Red Flag machen. Ich so, ja, klar, ist ein geiles Motto, passt. Deswegen, ich habe auch, warte, muss mal gucken, ich habe wirklich Ärmel, ich weiß nicht, ob hier die ganzen Fahnen und so ganz viele rote Flaggen, Wimpel und so alles Du bist so hier geil. rumliegen. Und der ganze Club halt dann in Rot dann erstmal. Ich liebe das. Ich habe das vorhin gesehen, irgendwo auf Insta und dachte mir nur so, ey, der Junge hat so viel Humor. Und jetzt ist da, also für mich ist da auf jeden Fall voll viel Strenge draußen, nachdem ich hier mit dir geredet habe. Weil irgendwie hat alles doch zwei Seiten. Ist jetzt nicht so, dass ich bei dir schleime, aber es ist tatsächlich so, desto mehr Infos du bekommst, warum auch jemand vielleicht so ist, wie er ist, was die andere Person vielleicht auch gemacht, gesagt hat und so weiter. Wir dürfen am Ende, glaube ich, echt nicht vergessen, es ist der Schnitt, jeder will Aufmerksamkeit und ihr habt irgendwo so ein bisschen eure Rolle weg. Ich habe auch schon mit anderen Leuten aus deiner Branche ja Interviews geführt und ich glaube, so die erste Show ist dazu da, selbst da wirst du ja so ein bisschen gecastet, so man sucht dich heraus anhand deiner Antworten beim Interview, aber wenn du eine Show dann hattest, dann ist deine Rolle, glaube ich, so zu Ende geschliffen. Ja, vor allem das Ding ist halt, ich bin halt wirklich unbewusst auch in diese Rolle, glaube ich, reingekommen. So, bei der Bachelorette war mir noch gar nicht so bewusst, als ich das so zu dem Zeitpunkt gemacht habe, dass ich da irgendwie auffallen werde mit so, weil normal ist ja normal, im normalen Leben ist ja selbstverständlich, dass nicht jeder dein Typ Frau oder halt Mann sein kann. Und du halt auch mal irgendwie gewisse Vorlieben hast, worauf du stehst und das halt auch äußerst. Ist nur wie wenn Frauen sagen, ja, sie stehen nicht auf dicke Männer, sondern eher auf muskulöse Männer. Und wenn Männer halt sagen, ja, ich möchte gerne Arsch und Brüste bei einer Frau haben, ist es ja auch legitim. Manche stehen vielleicht mehr auf Skinny, manche mehr auf dick. Aber wenn man das halt irgendwie im TV dann äußert, dann ist der Aufschrei halt irgendwie relativ groß. Immer habe ich jetzt so im Nachhinein erlebt oder mitbekommen, was halt bei mir auch der Fall war. Ja, es hört sich halt so reduziert darauf an, weißt du, so, Okay. also
Also Ja, klar. na, so ist irgendwie ein bisschen auch so sexualisiert und sowas mit dem Charakter, scheiß drauf, Hauptsache sie hat dicke Titten und Ja, einen dicken aber wer Arsch. sexualisiert denn nicht heutzutage? Am Anfang musst du ja ein bisschen sexualisieren, dass du vielleicht erstmal sagst, du hast ja einen gewissen Typ Mann, Typ Frau, auf den du Ja, halt stehst, wo du ja. halt eher hinterher guckst, wen du halt eher anguckst. Klar. Und dann kommt es natürlich auf den Charakter an, ob die Person Ja. was für dich ist. Aber am Anfang musst du dir ja, wie habe ich so schön gesagt, sexuell anziehen finden. Das musst du ja am Anfang erstmal. Ja. Sonst könnte man auch ohne Profilbild Ist Dating. so, das kannst du halt direkt, hier, Blind Date? Nee, Ja, doch. Diese ja. Netflix-Serie. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich hab's vergessen, das habe ich lange hergeguckt. Blind Ja, Love oder so. Love is blind. Love is Blind, genau. Und Und sag das ist, mal, dann musst du das halt nur machen. bist du jetzt vergeben? Ne, ich bin Single Like a Pringle. Okay, und welche Frau aus dem Showbiz, die wir kennen, hast du dir vom Weihnachtsmann gewünscht? Wer soll als nächstes gerne mal. Wer als nächstes mal rangenommen werden soll? Was wäre so ultimativ? Ultimativ. Was fändest du richtig nice? Boah, schwierig. Warte, muss ich überlegen, wen gibt's denn da noch? ich finde, also, sie ist eigentlich komplett ein bisschen unterschiedlich. So, einmal finde ich Dana echt hübsch. Oh ja. Ah, Christoph, die Fresse von Gigi. Von mir aus kann ich mit dem zu Fanfighting 2.0 gehen, dann kriegt er von mir auf die Fresse nochmal. Und ich muss sagen, Bewerbung ist ich raus. finde Alessandra ganz hübsch. Alexandra? Nee, Alessandra. Ist das die von Love Love Island? Island. Die zu der Annie meinte, wo ist ihr Arsch? Keine Ahnung, ich habe Love Island nicht gesehen, Ja, aber dann kann passt sein. das ja zu dir. Die ist auch so oberflächlich wie du. Also meinst du, ist ein Perfect Match bei uns beiden? Ja, die ist nicht mehr zusammen mit diesem Typen, ne? Das hat irgendwie nicht lange geklappt. Ja, ey, go for it. Du wirst es uns ja eh erzählen, wenn du was passiert ist. Von daher, geil. Wer Nee. weiß, mal gucken, wer oder wen ich vielleicht in meiner Geburtstagsparty, wer wen mitbringen, wen ich da vielleicht abschleppen kann. Ja. Nee, aber zu deiner Frage, ich komme aus Hamburg und ich bin gerade nicht in Reiselaune, aber danke. Aber ich bin, wir feiern Silvester in Hamburg. Oh, echt? Da habe ich Ja. einen Zahnarzttermin. Oh, schade, Wer ey. feiert Silvester in Hamburg? ich komme mit Yannick hoch. Welcher? Der von Temptation. Yannick, Yannick. der gerade. Ja. Es ist so lustig, ich führe heute Nachmittag ein Interview mit ihm. Ich weiß, hat er mir gesagt. Ey, wie lustig. Okay, gut, dann haben wir es. Was möchtest du den Schnuffelhasen gerne noch auf den Weg geben? Ich möchte den Schnuffelhasen auf den Weg geben, dass sie vielleicht auch mal hinter die Fassade gucken sollen, nicht immer nur das glauben sollen, was sie halt im TV gesehen bekommen oder zu zeigen, wie sagt man, gezeigt bekommen. Zeit bekommen. Natürlich kann ich verstehen, dass sich einige ihre Meinung auch über mich oder über andere Leute halt gebildet haben, Ach. aber schau dir das mal an. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen anderen Eindruck von mir geben im Interview. Und ich freue mich schon auf die nächste TV-Show. Wenn ihr euch da wieder über mich aufregt, ich gebe mein Bestes. Ja, und bewerbt euch. Ihr wisst ja jetzt, worauf der Ja, wie heißt ich nochmal? Max, Wow, sorry. ey. Wer ist jetzt hier die Red Flag, hä? Ich kann mir wenigstens die Namen von den Frauen merken. Ich habe dir jetzt hier entlockt, worauf du so stehst. Ne? Also Ladies, bewerbt euch über die Kommentarbox. Aber da kann man keine Fotos hochladen, ne? Scheiße. DMs, ich lese alles. Schickt mir in den DMs rein. Ja, und vielleicht lädst du auch mal ein Foto hoch von deiner Ex-Freundin, dass die so gucken können, wie die sie so am besten nachahmen können. Weißt du, soll ich genauso umoperieren wie meine Ex-Freundin? Stay toxic. Okay, Stay toxic. hattest du schon Geburtstag oder hast du tatsächlich, feierst du Ich rein? habe tatsächlich am 30. Ich feiere genau vom 29. in den 30. rein. Geil. Dann viel Spaß. Danke. Ach, einfach, in welcher Show würdest du mich denn gerne als nächstes sehen wollen? Ich würde dich gerne sehen bei. Warte mal. Du warst ja schon fast überall, ne? Eigentlich war ich nur im Bachelor-Format und in Ex on the Beach. Was gibt's denn noch so? Ich hätte dich eigentlich schon gerne mal bei Temptation gesehen. Ich würd das echt mal so gerne sehen, dass du dich richtig verliebst. Aber so richtig. Und so wie damals, ne? Und du dann zu Temptation gehst und dass du da so richtig leidest. Das würde ich. Du bist so ein Asi, ey. Fuck you. Oh, oder mit Adela, das wäre auch. Ey, das wäre Boah, ja, richtig. boah, mit Adela wäre krank gewesen, wenn wir da gewesen wären. Ihr wärt Rekordbrecher. Sie beim Lagerfeuer, besoffen, oh mein Gott.
Das wäre, vielleicht sollte ich nochmal bei Adele anklopfen. Ey, mach das, mach das. Sie ist die Frauke aus der Schweiz. Ich würde mich da. Ey, das stimmt. Sie ist die Ja. Frauke. Geil. Okay, viel Spaß beim Geburtstag, guten Danke, Rutsch. danke. Und wir sehen uns in Hamburg, ne? Ja. Ey, gute Rutsche auf jeden Fall. Danke, dir auch und danke für deine Zeit. Kein Ciao. Problem, mach's gut, ne? Ciao. Ciao.